So, die Flaggen bitte links und rechts eine daneben. Wo denn? Ja, links und rechts eine daneben. Kann die letzte Reihe mich auch verstehen? Sehr schön, das werde ich als Jan. Dann einmal, ich stelle mich nochmal kurz vor, jetzt bin ich persönlich auch da. Das ist ein Chief Thompsons. Wir werden jetzt einmal, bevor wir euch einstellen, einen Eid bzw. einen Schwur ablegen. Ich werde diesen vorlesen. Und zum Schluss werdet ihr im Kollektiv einheitlich die Worte "Ich schwöre" erwidern. Soweit verstanden? Verstanden. Jawohl. Jawohl. Dann fangen wir jetzt wie folgt an. Ich schwöre feierlich, dass ich die Aufgaben eines Polizeibeamten treu ausführen werde und mit all meinen Möglichkeiten die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika erhalten, schützen und verteidigen werde. So wahr mir Gott helfe. Und jetzt seid ihr dran. Ich schwöre. Schön. Ich mach dich kaputt. Zerstört. Alter, ich mach jetzt den Schnee gelb und dann soll der gefrieren und hoffentlich rutscht er aus. Mach so. Ich mach den Schnee jetzt gelb. Was ein gelben Schneeengel, ja? Ja. Ja, was soll ich sagen, ne? Du wirfst Bananen, wenn Mors fährt. Was werde ich? Achso, er wirft Bananen. Ja, ja. Achso. Herrlich, oder? Einfach nur herrlich. Ach, Robert. Ja, entspannt. Guck mal, Gerd kann gar nicht mehr aufhören. Ja, wenn wir einmal in Fahrt kommen. Frank, Vorsicht, ja. Lauf, lauf. Warte. Okay, steckt aus. Komm. Steckt aus und geht drauf. Hier, links. Links runter, kommt, links runter. Wo seid ihr denn gerade? Laser hoch 10, Junge! Observatorium. Kommt von Norden beim Backstab. Ne, die besetzen den Berg, ne? Da müssen wir auch achten. Okay, lass uns rechts laufen, rechts am Berg, das ist die gute Pose, rechts am Berg da hoch. Kommt jetzt nach rechts vorne, einfach laufen, nach rechts vorne jetzt. Jetzt läuft alle nach rechts, Grenz, hallo, nach rechts, immer weiter, nach rechts, komm, einfach mitkommen nach vorne. Kommt nach vorne. Komm. Kommt einfach nach vorne. Hier, mir hinterher. Hier, rechts lang. Ihr müsst zum Berg hin. Hier rechts lang schön. Zum Berg, nach vorne. Ihr müsst auf den Berg drauf. Oh. Da, der ist einer unten. Hier auf den Berg drauf. Vier Stück, fünf Stück. Einfach drauf. Immer nach oben laufen. Komm hoch. Nach oben laufen. Kommt, lauft weiter. Kommt hoch. Komm, scheiß ab. Einfach hoch. Die linken. Fokus, die linken hier am Berg. Von hinten, Vorsicht. Lauf nach vorne! Das interessiert keinen, wo du wechselst, bis weiter! Jetzt. Unter dem Heli. Weiter hoch, keiner bleibt stehen, weiter einfach hoch! Nach vorne. Hier im Busch! Wir retten uns! Weiter hoch! Unter dem Heli sind zwei. Ja, die sind links von uns verteilt, achtet mal ein bisschen darauf. Hier links, wir haben. Ja, alles gut. Machen wir das. Rechts unten ist soweit auch noch ein Wechsel, weiter hoch! Weiter nach oben laufen, nicht stehen bleiben, nach oben laufen! Hier unten. Ja, das ist down. An der Seite vom Berg, Ostberg, Westberg, so weit einfach rüber. Lauf jetzt rüber, kommt. Lauft gemeinsam, nicht alleine. Unter dem Heli. Lauf nach vorne, komm. Hinter uns, die kommen von hinten. Die fallen alle. Von hinten. Ist egal, ob die hinten sind, dreht euch nicht rum, lauft nach vorne. Einfach nach vorne. Verkäufer! Lauf nach vorne, nicht nach hinten umdrehen, nach vorne laufen. Wieder zurück, wir halten jetzt auf der anderen Seite, wo wir hergekommen sind. Okay, da wo wir hergekommen sind, wir drehen uns jetzt um. Gemeinsam, wir drehen uns gemeinsam um und schießen nur noch die. Komm. Auf den Ostberg. Auf dem Ostberg! Und links. Haben wir noch eine? Hier direkt links vor uns ist einer, wir halten uns auf dem Rücken. So, wo. Wir sind noch genug Leute. Dreht euch mal in Richtung Süden. Wir sind im Norden. Hä? So, da ist noch einer, Da ist noch einer. Ja, das ist auch noch. Ey, die sind da, wo wir gepusht sind. Microphone muted.
Hilfe! So, stehen bleiben, beide! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Halt, stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Drehen Sie sich rum, bitte! Rumdrehen, rumdrehen, rum... Hey, sauber! Alter, das ist... Mikrofon muted. Kacke, was soll das? Brauchen Hilfe am Ist das hier der Shop, wo der Shop rumgemeldet ist? Ja, das ist genau. Einen wunderschönen guten Tag, der. Ist da jemand? Ja, da steht einer hinter dem Tresen. Ach, ich geh mal gucken. Moin! Ja, bestanden. Hallo? Wunderschönen guten Tag. Ah, Sie haben mich erschrocken, ey. Ja. Du von draußen, hier ist ein Alarm gemeldet worden. Wie Alarm? Der Laden ist doch geschlossen. Können Sie ja erstmal von der Kasse weggehen? Ja, natürlich, Moment. Ist denn jemand im Hinterraum, wo ich mich erschrecken kann vielleicht? Nee, ich bin hier ganz alleine. Ja, hier ist ein Alarm ausgelöst worden, deswegen sind wir hier. Es kann doch nicht sein. Ich meine, hier hängt da draußen ein Zettel, dass hier Wartungsarbeiten stattfinden. Ah, hier sind Wartungsarbeiten? Ja, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Okay. Ja, es geht darum, dass wir hier neue Kassensysteme haben. Ach so, da haben Mittlerweile kann man per Karte zahlen, ne? Und wir wollten hier ein Update jetzt draufziehen. Ja. Ach, da haben sie außer den Alarm vielleicht ausgelöst? Ja, ne, eigentlich nicht, ne? Ich war eigentlich nur hier hinten, deswegen wundert es mich. Ja, also wie gesagt, es wurde der Alarm ausgelöst. Kannst du kurz den Ausweis sehen, bitte? Natürlich, natürlich. Einen Augenblick. Ja. Hier, bitteschön. Bojan Brankovic. Bojan. Ach, Moment. Branko? Ja, moin. Servus. Moin. Alles fit? Mensch, was machst du da? Der wechselt das Kassensystem. Ja, wir haben jetzt hier neulich, kann man mit Karte auch zahlen. Ja. Und da müssen wir das updaten. Und deswegen wollte ich das jetzt gerade draufziehen. Deswegen habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil eigentlich ist der Laden zu. Draußen steht ja auch eigentlich ein Schild, dass hier Wartungsarbeiten stattfinden. Das deswegen ist der Laden auch eigentlich geschlossen. Habe ich so nie gesehen. Kannst du irgendwie in dem System nachgucken, ob der Alarm irgendwie ausgelöst worden ist? Vielleicht ist der ja fälschlicherweise irgendwie ausgelöst worden, weil in der Software irgendwie ein Fehler aufgetaucht ist. Das wundert mich. Eigentlich hieß es, ne, beziehungsweise nach Absprache, dass hier unten eigentlich der Alarmknopf ist und nicht an der Kasse. Deswegen wundert es mich, weil ich bin da, ne, extra nicht dran gekommen. War ja ein bisschen vorsichtig, deswegen wundert es mich. Ja, manchmal passiert das, wir wissen doch, wie es ist. Erstmal ein bisschen unabsichtlich. Ja, gut, wenn Sie hier bloß das Kassensystem updaten, dann passen Sie auf sich auf, ja, der Herr? Ja, natürlich. Ich gebe Ihnen mal Ihren Ausweis wieder. Und, perfekt. Ja. Machen Sie dann in naher Zukunft noch irgendwo ein Kassenupdate, damit wir vorher schon Bescheid wissen? Kann sein, dass ich in 4 Tagen, hieß es nochmal vom Chef, dass ich irgendwo hin soll, aber wo genau, weiß ich nicht. Okay. Kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber auf jeden Fall, ne, sollen wir hier ein paar Updates ziehen, weil es bei manchen nicht so reibungslos funktioniert mit dem Karten, dass man mit der Karte zahlen kann. Jo, kann ich gut verstehen. Ja gut, Herr Brankovic, dann will ich Ihre Arbeit nicht weiter unterbrechen, nicht, dass Sie noch länger brauchen, als wie Sie sollen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Okay, ich danke Ihnen. Ne? Ciao. Macht's auch gut. Rein. Ciao, ciao, schönen Abend noch. Was ist denn? Der erstens die Zugehörigkeit kannst du ihm mal rauslöschen, bitte. Weil habe ich jetzt nicht gemacht. Der tut das Kassensystem updaten, weil es ist ja jetzt mit Kartenzahlung möglich und da muss ein Update auf die Kasse und da ist der, hat er schon wahrscheinlich irgendwie einen Alarm ausgelöst oder so. Ist sich aber der Sache nicht bewusst. Ich habe bloß gesagt, das soll man nachgucken in der Software. Vielleicht ist beim Installieren der Software irgendwie was passiert oder so, dass der da auszusehen einen Alarm ausgelöst hat. Aber wie gesagt, okay, er ist dran, halt bloß das Kassensystem zum Updaten. Von daher. Ja gut, alles gut. Hab ich nur so gelassen.